Nee, wir müssen nach oben. Ich wollte halt eigentlich viel mehr Hauptstory und habe mich dann selbst dabei erwischt, wie ich in irgendwelchen Gassen die Häuser hochkletter, um zu gucken, ob da was ist. Und dann auf dem Weg zur Mainquest mehr im Fotomodus als im Game, weil es so viele kinoreife Spots gibt. Ich habe auch schon festgestellt, dass manchmal guten Loot auf zum Beispiel irgendwelchen Treppenaufgängen oder in irgendwelchen Ecken hinter einer Bank versteckt. Also gibt es teilweise echt guten Loot. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wobei, für mich ist jeder Loot gut. Okay, also irgendwas geht hier nicht mit der Quest. Ich, keine Ahnung. Ich kann mir keine Belohnung abholen. Schon 2 Stunden vertrödelt. Aber das ist ja an sich ein schönes Zeichen. Für das Spiel. Dass man da so Zeit verbringen möchte. Ich weiß nicht, irgendwas ist hier nicht richtig, glaube ich. Nicht so, wie es sein soll, oder? Weil ich krieg keine Belohnung. Oder ich finde sie nicht. Ich weiß es nicht. Soll das die Belohnung sein? Nee. Uns wurde doch gesagt, wir kriegen von ihm was, dass wir Smart-Waffen verwenden können. Ach hier! Das! Das war erst noch nicht da, oder? Oder habe ich nicht auf Hände geguckt? Okay, aber ich will das nicht ausgerüstet haben. Was hast du jetzt noch? Warum ist... Okay. War doch nicht verbuggt. Vielleicht war das nur erst noch nicht da, weil wir die SMS noch nicht gelesen hatten. Nichtsdestotrotz, ich möchte... Was habe ich hier eigentlich neu? Cyberware-Störung. Ja, auf jeden. Ich liebe es. Hat mich mehr gepackt als ich, mich auch. Ich dachte, ich habe vor dem Spiel Watch Dogs Legion gespielt und war dann so ein bisschen, ja, okay, was für ein Spiel spielst du halt jetzt? Weil Anfang Oktober kommt ja Assassin's Creed raus. Und ich wusste, ich freue mich super auf Assassin's Creed und ich möchte das spielen. Dachte ich, gut, suchst du dir jetzt ein Spiel raus, wo du halt notfalls auch sagen kannst, ne, wenn es dir jetzt nicht so gefällt, ist nicht so schlimm, weil du kannst Assassin's Creed spielen. Und jetzt habe ich aber das Dilemma, dass mir Cyberpunk mehr gefällt, als ich gedacht habe. Und jetzt habe ich 2 Spiele, die ich parallel einfach sehr liebe. Und beide einfach spielen möchte. Ja. Aber was gut ist, ist halt, dass Cyberpunk und Assassin's Creed Mirage gegensätzlicher nicht sein könnten. Also hier bei Assassin's Creed bin ich voll, bei Cyberpunk bin ich so super, komm, lass schießen, egal, lass sie alle umhauen. Und bei Assassin's Creed musst du halt schon deutlich mehr schleichen. Also muss nicht. Aber bei Assassin's Creed habe ich aktuell, glaube ich, nicht wirklich Fernkampfwaffen und muss halt alles im Nahkampf regeln. Und das ist nicht immer so meins. Ja, es ist auch lieber so, als wirklich dann jetzt irgendwie 2 Spiele zu haben, die einem gar nicht gefallen. Aber ich habe an sich ja
Gut, gestern war wiederum eine Ausnahme. Aber es ist ja, im Stream gibt es tatsächlich nur Cyberpunk und Assassin's Creed spiele ich so für mich offline. Weil sonst müsste ich aktuell jeden Tag streamen nach der Arbeit, damit ich beide Spiele spielen kann. Und das wäre einfach zu viel. Da würde meine Wohnung untergehen. Genau. Ich wollte gucken, was wir jetzt noch machen können. Wir wählen mal die Mission hier aus. Fahren noch ein bisschen rum. Und gucken mal, ob wir irgendwann eine Meldung kriegen, dass unser Auto repariert ist. Oder? Weil ich habe, wie gesagt, nicht mehr so viel Zeit heute, leider. Gucken wir uns mal ein bisschen die Stadt an. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre. Ich fahre einfach auch da nicht hin. Boah, das sieht nicht gut aus. Okay, die sind auch böse. Ich guck mal. Meint ihr, hier ist gut Loot? Morgen bin ich ab 17 Uhr da. So 17 bis 21 Uhr mache ich montags immer. Genau, da gibt es wieder Cyberpunk. Ich glaube, es lohnt sich nicht, die abzuschießen. Sieht nicht nach viel Loot aus. Ist hier Loot? Auf jeden Fall eine Überwachungskamera. Was ist das hier für ein Special-Gebiet? Wenn hier Überwachungskameras sind? Okay. Hat sich nicht... Oh, hier ist ein Klamottenladen. Wollen wir mal einen Klamottenladen? Hey, siehst du mich? Wir waren noch nie in einem Klamottenladen. Was ist also bestes, huh? Hola, ist das bien? Könnte eine neue Jacke brauchen. Kannst du was empfehlen? Mir doch egal. Such dir irgendwas aus. Okay. Das sieht jetzt alles nicht so schön aus. Hier hast du halt Verringerung Nachladezeit. Das sieht, glaube ich, ziemlich cool aus, aber das kostet 3700 Eddies. Wieso ist das denn alles so teuer, Night City? Das sieht schon cool aus. Dann könnte ich ja die lange Hose eigentlich ausziehen.
Oder sowas, das ist auch cool. Da sieht man sogar mein Tattoo. Aber 3700? Nein. 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 Ich habe halt aktuell nicht so viel Geld. Und das Problem ist, wenn ich das dann wieder für eine Quest brauche, damit könnte ich bei Assassin's Creed mitmachen. Ist das schon ein bisschen süß mit den Öhrchen? Nee. Wir sparen das Geld. Danke, tschüss. Was ist hier los? Ich hätte vorher nachladen sollen. Was zur Hölle ist hier gerade auf mich runtergefallen? Nein, hier ist schlecht. Hier ist keine gute Deckung. Wartet mal. Ich habe gesagt, wartet. Ich habe gesagt, ihr seid warten. Hört man wieder keiner auf dich? Nee, die haben einfach nicht gewartet. Ich habe die wirklich höflich gebeten, kurz mal zu warten, weil ich keine Deckung habe. War halt auch auf dem Weg irgendwo hin und dachte, ah, Klamottenladen, war es noch nie, gehe ich mal hin. War dann kein Laden, sondern so ein Flohmarktverkäufer. Die können auch coole Sachen haben. Hast du was Neues gefunden? So, hier, die ganzen Waffen können wir dann wieder verkaufen. Was liegt hier noch? Oder liegt auch jemand? Dann können wir uns vielleicht doch das coole Oberteil leisten. So, und was mit dir? Du bist hier nur zufällig hineingeraten? Oder wie... Ich meine, ein Danke wäre vielleicht ganz nett. Ah. Undankbares Volk. Ich habe einen neuen Vorteilspunkt. Ich glaube, ich wollte... Nee, wo wollte ich? Schon wieder vergessen, wo ich Punkte ausgeben wollte. Hier, oder? Ja.
Genau, ermöglicht das Nachladen von Waffen beim Sprinten. Das wollte ich haben. Gibt auch nice Second-Hand-Klamotten und sowas. Ich muss auch sagen, ich bin hier auch super selten so in Geschäften, auch wo es Essen und sowas gibt, weil ich das nie nutze. Diese ganzen Buffs, die man sich halt durchs Essen und sowas holen kann, die nutze ich nie. Ja, bloß ein bisschen Munition. Ich glaube, lohnt sich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, bis unser Auto fertig ist. Da ist auch ein gelber. Ich weiß auch nicht, ob es manchmal cleverer wäre, wirklich einfach noch eine Mission zwischendrin zu machen oder halt so ein. Oh, nice. Oder so ein bisschen so Aufträge. Du kannst ja auch verschiedene Aufträge und so machen. Dass das halt zählt für diese Mission. Mit dem Warte, bis das Auto fertig ist. Oder ob man wirklich einfach nur so ein bisschen rumlaufen kann. Ach hier, wir sind hier bei dem. Wie hieß der Cooper Dog? Fingers? Zu dem gehe ich nicht nochmal. Verbrauchsgüter nutze ich auch nicht. Wäre besser, wenn man die sich direkt reinpfaffen kann, wenn man sie findet. Ja, oder das, weil du hast ja an sich hier so ein Waffenrad. Wenn du hier noch irgendwie eine Option hättest, Verbrauchsgüter, und du die vielleicht dir irgendwie in eine Reihenfolge bringen könntest, wie du sie halt gebrauchen kannst oder wie du sie halt gern nutzen würdest. Aber ich finde es zu umständlich, ins Menü zu gehen, dir da was rauszusuchen und dann wirkt es nur für 45 Sekunden. Da brauche ich ja länger aus dem Menü wieder raus, als dass es mir jetzt zum Beispiel im Kampf was nützt. Also, ja, das ist ein bisschen umständlich, finde ich. Ja. Ich leih mir das mal kurz aus, okay? Lötkolben brauchen sie gerade nicht, glaube ich. Und Kurzwellensender auch nicht, oder? Musst du wirklich hier lang? Nö, ich hab bloß gelootet. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Wir könnten uns auch eine neue Wohnung angucken. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Lass mal eine neue Wohnung angucken. Müssen die ja nicht nehmen, aber mal angucken. Eigentlich mag ich die Lage von unserem aktuellen Apartment. Ist schön zentral. Also die Dauer ist bei vielen schon sehr hoch, also tausende Sekunden, aber brauchte ich bisher nicht und wie du sagst, umständlich. Ich hatte tatsächlich, stimmt, einmal irgendeinen Buff auf erhöhten Schaden mit Handfeuerwaffe oder so. Das lief dann oben ja so ab. Ich weiß aber nicht, wo ich den Buff her hatte, weil ich habe ihn nicht konsumiert. Oh, das ist die Ecke, wo wieder jemand gegen mich kämpfen will. Jedes Mal, wenn ich hier mit dem Motorrad langfahre. Schönen Tag noch, der Herr.
Ja, also ich hatte mal einen Buff. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich den her hatte. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich das gespürt habe im Kampf, dass ich den Buff hatte. Aber, ja. Also ich muss sagen, so von der Umgebung her wäre die Wohnung jetzt hier nicht mein Favorit. Aber wir gucken mal, wie sie von innen so aussieht. Ah, das können wir uns gar nicht alleine angucken. Warte mal, wie hieß der Typ, der uns Wohnungen zeigt? Ich wollte ein. Bist du nicht der, der Wohnungen vermietet? Erzähl mir was über Santo Domingo. Massig Leute wollten sich hier breit machen. Konzerne, Gangs hatten keine Chance. In Arroyo und Rancho Coronado wohnen echte Leute. Die kann man nicht so leicht verarschen. Wir sind das Blut, das Herz dieser Stadt. Ja, das ist nicht das, was ich wollte. Ich gehe mit Sam raus und hab noch einen schönen Sonntag. Dir auch, Nico. Danke, dass du da warst. Einen schönen Sonntag. Und dann vielleicht, falls du Zeit hast, bis morgen. Ansonsten lesen wir uns wahrscheinlich so oder so mal. Und viel Spaß mit Eldenregen. Ich wink dir zu. Schönen Sonntag noch. Wir werden uns ja wahrscheinlich hier dann nicht mehr sehen. Ja, dann schon bald weg. Mach's gut, Nico. Selbst verkaufen ist umständlich, weil du jeden einzelnen anklicken musst und die Menge einstellen. Ja, also außer an diesen Verkaufsautomaten kannst du auch, steht bei mir zumindest unten, kompletten Junk verkaufen. Ist halt blöd, wenn du was Einzelnes aufheben willst, dann ja, dann musst du jedes einzeln anklicken und die Menge einstellen, das stimmt. Oder aber, wenn du alles loswerden willst, dann kannst du, also ich weiß nicht, ob es das bei dir dann auch gibt an der Konsole. Aber bei mir kann ich deinen Junk auch komplett verkaufen. Morgen geht nicht, schade. Aber es gäbe ja das VOD, falls du das nachgucken möchtest. Finde ich, ist ja auch nicht schlimm. Dann bis bald. Wir lesen uns bestimmt. Ich könnte vielleicht auch mal Junk verkaufen. Ich habe bestimmt schon wieder ein bisschen was eingesammelt. Dann machen wir das noch schnell. Ach, bei Verkaufsgütern, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. So, die Verbrauchsgüter, die habe ich einfach die ganze Zeit einstecken und nutze sie nicht. Aber ich glaube, die wiegen auch nichts, oder? Nö, die wiegen nix. Ja, stimmt, du hast nur Junk verkaufen. Aber die Verbrauchsgüter, eigentlich könnte ich die wirklich mal ausmisten. Ich nutze die nicht. Aber dann denke ich mir immer, vielleicht brauche ich es doch mal irgendwann. Vielleicht. Ich bin halt so ein Horter. Schon wieder neue Klamotten gesammelt. Die war ich aber zu Hause ins Lager. Hier, wir können nur Junk verkaufen.
Ja. Das ist mir tatsächlich hier noch nicht aufgefallen mit den Verbrauchsgütern. Dass man die nicht alle auf einmal verkaufen kann. Das ist halt ein bisschen schade. Was mich aber immer nervt oder gefühlt triggert, ist, hier unten bei den beiden, also die beiden Items sind nicht ganz zu sehen. Ihr seht ja die Form von so einem Kästchen. Das ist hier nicht ganz zu sehen und ich kann nicht weiter nach unten scrollen. Das, sowas regt mich auf. Es ist total sinnlos, aber sowas triggert mich dann, wenn ich das Kästchen hier nicht komplett sehen kann. Bringt eh nicht so viel Cash, kannst lieber rumschleppen und hast es dann. Ja, oder für den Fall, dass ich vielleicht doch mal zwei Eddies brauche. Weil man kann sich ja hier viel mit Geld erkaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann sieht man ja gar nicht, wie viele man davon hat und nicht verkaufen kann. Richtig, was ist denn, wenn ich hier so, vielleicht habe ich davon 520 und 520 mal 4 wäre richtig viel Geld. Aber das sehe ich jetzt nicht, weil, also hier bei dem sehe ich nur, dass ich davon mehrere habe. Da ist, seht ihr das, da ist so ein ganz kleiner blauer Streifen. Aber da weiß ich nicht, steht da jetzt eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6? Wirklich. Schlecht programmiert. Jetzt, wo du es sagst, jetzt werde ich auch immer die nicht vorhandenen Ränder sehen. Ja, guck mal, ob das an der Konsolenversion auch so ist. Oh, oh. Nee, 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 du. Das ist nicht gut. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss gehen. Okay, wir machen Schnellreise zurück ins Apartment. Oh, Loot. Wo war jetzt der Schnellreisepunkt? Hier. Wir machen Schnellreise ins Apartment und dann muss ich tatsächlich, mich schon verabschieden für heute. Aber, morgen 17 Uhr geht's weiter. Eigentlich müsste ich mal irgendeinen Montag nach der Arbeit noch kurz zu meinem Arzt eine Überweisung holen, aber ich glaube, das mache ich nicht morgen. Ich glaube, ich habe da morgen keine Lust drauf. Und danke für dein Follow, Django. Wartet, wo war jetzt mein Zuhause? Warum zeigt es mir das denn hier nicht an? Ich glaube, das ist Megagebäude H10, oder? Glaube. Bin aber super aufgeschmissen, wenn da nicht mein Haus abgebildet ist. Oh, ja. Ich bin zu Hause. So. Ich räume das Zeug kurz ins Lager. Wohl. Hätte ich auch verkaufen können morgen. Kettensäge. Was wollte ich ins Lager packen? Ach, die Klamotten. Okay, wir verkaufen dann morgen am Anfang erstmal noch ein paar Waffen. Und die Kettensäge und so. In diesem Sinne. Warum steht hier eigentlich Katzenfutter? Moment mal, habe ich eine Katze? Hab nicht. Okay. Wir speichern.